Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Didi Box von 84. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Didi von 84, das Ganze am 10. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 8. Soloalbum von 84. Den Albumtitel Didi hat er, wie wir auch hier auf dem Cover erkennen können, seinem Vater gewidmet, der vor einigen Jahren verstorben ist, im Jahr 2011. Bevor wir das Ganze uns genauer ansehen, haben wir hier noch einen Sticker drauf. Und zwar lesen wir hier limitierte Fanbox und darunter dann den Inhalt. Also wir haben hier drin ein Album, dann die TNT 3 EP mit Taimo inklusive aller Instrumentals, ein Batik Set, ein 84 Shirt, ein Writer Quartett, ein Poster und ein Sticker. Gut, also klingt nach einer gut gefüllten Box. Wir werden als erstes mal hier die Folie abmachen. Und dann schauen wir mal rein. So, Sticker ist somit ab. Und das ist dann die Box an sich. Also die Box kommt hier in komplett weiß. Und dann haben wir hier das vermeintliche Cover. Das ist hier wirklich nur so aufgeklebt. Also wir haben hier in der Mitte scheinbar so einen kleinen Klebetropfen, der das Ganze hier festhält. Hier oben haben wir dann, ist etwas schwer zu lesen im Licht, ja genau, hier lesen wir es, Walk This Way Records präsentiert. Also das ist das Label. Dann haben wir unten das 8-4 Design, also hier die 8 und dann die 4 Striche. Dann der Albumtitel, der hier einerseits auf der Box ist, aber sich dann hier natürlich auch noch mit diesem aufgeklebten Element hier überlagert. Das ist wie gesagt der Vater von 8-4, der hier mit dem kleinen Baby 8-4 scheinbar auf der Couch oder im Bett liegt. Sieht für mich eher so nach Couch aus. Darüber der Barcode. Und hier haben wir dann auch noch die Geburtsdaten. Also 1944 geboren und 2011 gestorben, vor 9 Jahren. Da gibt es ja auch dann unter anderem auch noch den Song für dich, dem er seinen Vater gewidmet hat. So, dann haben wir hier, Moment, ja genau, hier sehen wir es, 84. Dann hier auch noch. Und oben ebenfalls. Also rundum alles in dieser weißen Hochglanzoptik. Leider echt schwer zu lesen, aber hier, wenn Licht drauf fällt, kann man es gut sehen. Auf der Rückseite haben wir weiter nichts. Also keine Tracklist, kein sonstiger, keine Infos. Und hier unten haben wir nochmal das 84-Logo mit den zwei Fäusten. Die Beteiligten. Okay, Barcode natürlich keiner drauf, denn der war hier schon vorne mit dabei. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Es ist eine reguläre Clubbox. Geht hier auf. Und hier kommen wir schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich, Didi. Dann haben wir die Bonus-EP, die TNT 3-EP von 84 und Taimo. Dann das T-Shirt, das hier ungewöhnlicherweise so richtig eng zusammengeknüllt wurde. Liegt daran, dass die anderen Inhalte einfach auch sehr viel Platz brauchen. Dann hier dieses Batik-Set, also diese Textilfarben, diese Stifte. Das Kartenset, das Quartett, ein Poster und Sticker, sind mehrere dabei. Also auch wenn nur Sticker auf dem Sticker gestanden ist, aber wir haben hier tatsächlich drei Sticker, so wie sie aussieht. Gut, von innen die Box weiß, packen wir mal zur Seite. Hier kommen übrigens auch noch weitere Schriftzüge und Artwork-Elemente zum Vorschein. Hier, wenn man die Box aufklappt, also hier rundum mit Didi beschriftet. Schöne Detailarbeit. So, und dann würde ich sagen, starten wir wie immer mit dem Album an sich. Das Album sowie die Bonus-EP hier noch in Folie. Den Rest machen wir derweil noch zur Seite. Also, einmal das Album. Schneiden wir hier auf. Einmal, zweimal. Und dasselbe natürlich auch noch hier bei der EP. TNT. So, gut, das ist das Album. So sieht das aus. Also das Cover des Albums ist mehr oder weniger das, was wir schon vorhin auf der Box hatten. Hier so das Zentrum vom Design her. Allerdings ein anderes Foto. Also das Foto hier mit dem Vater ist ein anderes geworden.
Also Didi rechts hier abgebildet und links wieder der kleine Achti. Das Ganze kommt in einem regulären Toolcase. Sieht so aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Insgesamt 15 Tracks und wir haben hier jede Menge Features. Features sind mit dabei von Taimo, Marvin Game, BK, Alex Steel, Taimo, Stanley, Danny, Mosch, Herzog, Reeperbahn, Karim, also Reeperbahn Karim natürlich und BOZ. Ja, also hier sind wirklich jede Menge Rapper und auch aus anderen Bereichen Leute vertreten, wie zum Beispiel Alex Steel. Ist meines Wissens ein Sänger. So, beteiligte Barcode, okay. Dann schauen wir hier mal weiter und kommen als erstes zum Booklet. So, also ein Fotobooklet hier mit Bildern aus vergangenen Tagen. Hier sehen wir so ein bisschen, genau. Also rein so vom Gesicht kann man die Ähnlichkeit auf jeden Fall erahnen. Das ist der Vater von 84. Hier dann nochmal 8i. Dann nochmal hier diese Widmung mit 1944 bis 2011. Dann hier einmal die steuerfreie Money Gang. Also Fotos sowohl schwarz-weiß als auch in Farbe. Und zum Abschluss haben wir hier die Credits zum Album. Und hier dann noch weitere Credits. Das ganze Album hier in dieser, ja, was ist das, Schlangen- oder Marmoroptik. Also überall diese dunkelgrau, orange-rot gefleckte Oberfläche. So sieht die CD aus, in Rot und Weiß. 84 zusammen Hintergrund. Gut, damit nicht genug. 15 Tracks auf dem Album. Wir haben zusätzlich auch noch 6 Tracks hier auf der Bonus-EP. Die TNT 3 EP, die ersten beiden gab es ja schon. Jetzt ist es eben Zeit für Teil 3. Hier Achti und Taimo abgebildet. Auf der Seite, jawohl, lesen wir hier Bonus EP, Instrumentals und A Cappellas. Ja, das freut mich sehr, denn hier hat man nicht einfach nur die Bonus EP in irgendeine labbrige Papphülle gepackt, sondern man hat das hier wirklich in einem Digipack gestaltet und zusätzlich auch noch hier 2 weitere CDs beigelegt, auch wenn hier jetzt nur 2 angeführt sind. Die EP an sich, 6 Tracks mit einem Feature, und zwar MC Boogie hat sich die Ehre gegeben. Und dann haben wir die 6 Tracks natürlich in der Instrumentalvariante und, auch wenn es hier nicht draufsteht, die A Cappella-Versionen. So, wir schauen mal rein. Auf der ersten Seite haben wir hier dieses kleine Steckfach. Das ist die Bonus-EP, TNT 3. Dann haben wir zusätzlich noch auf der rechten Seite, genau, hier ist es nämlich beschriftet, spannenderweise, die A Cappellas. Ah, alles klar, es sind gar nicht die A Cappellas zu der Bonus-EP, sondern es sind tatsächlich die A Cappellas zum Album. Also die 15 Tracks des Albums hat man hier in der A Cappella-Variante reingepackt. Umso besser. Und auch die Instrumentals sind hier vom Album noch dabei. Also hier ist deutlich mehr drin als gedacht, denn wir haben hier nicht nur... Moment, wo hatten wir es? Hier da. Wir haben hier nicht nur das drauf, also wir haben hier die Bonus-EP, 6 Tracks, dann zur Bonus-EP 6 Instrumentals, all das hier auf der regulären Bonus-EP-CD. Dann haben wir noch eine weitere CD mit den Album-Instrumentals und eine weitere CD mit den Album-A Cappellas. Also, da ist echt alles mit dabei. Viel mehr kann man eigentlich nicht auf CD packen. Sieht so aus, das sind die Instrumentals. Also hier auch nochmal 3 CDs mit drin. Das ist gewaltig. So, als nächstes haben wir Sticker mit dabei. 3 Stück. Und zwar einmal hier der klassische 84 Sticker, kreisförmig. Dann einmal hier das Albumcover. Didi. Und also quadratisch. Und einmal die beiden Fäuste hier. Das alte 84 Logo mehr oder weniger. Im rechteckigen Format, im Querformat. Ja, 3 Sticker mit dabei. So, und jetzt kommt etwas, das mehr oder weniger zusammengehört. Und zwar haben wir hier einerseits mal ein Shirt. Das schauen wir uns gleich mal an. Und zwar ist das ein weißes Shirt. Komplett weiß. Und, ja doch, man kann sie halbwegs sehen. Hier mittig auf der Brust haben wir auch nochmal das 84 Logo Artwork. Also hier der 8er und die 4 Streifen. Hier mittig im Brustbereich. Auf der Rückseite haben wir nichts weiter,
Also hier alles komplett in weiß. Und je nachdem, manchen gefällt es vielleicht so, aber für die, denen das so etwas zu langweilig, zu eintönig sein sollte, hat man hier tatsächlich auch noch Farben beigelegt. Also das sind eben diese Batik-Farben, diese Stifte. Und hier hinten ist das Ganze dann auch noch beschrieben, wie das funktioniert. Also hier gerne das Video kurz anhalten, dann könnt ihr euch hier durchlesen, wie das funktioniert. Hier lesen wir auch noch, dieses Kit enthält 3 Flaschen mit Dye, Farbpulver, Schutzhandschuhe und Gummibänder. Also hier wurde wirklich an alles gedacht, auch dass man sich nicht die Hände da anmalt, sogar mit Handschuhen mit dabei. Und dann kann man hier mit diesen Farben, wenn man darauf Bock hat, das Shirt entsprechend einfärben. Ja, ich werde jetzt einfach mal weiß belassen, gefällt mir auch so ganz gut. Bei dem Shirt haben wir es zu tun mit einem Walk This Way in der Größe L, 100% Baumwolle. Okay, und jetzt schauen wir noch, ob wir vielleicht hier irgendwo einen Zettel finden, aber ich befürchte, nein, okay, hier ist nichts weiter. Und wo das Ganze hergestellt wurde, muss ich ehrlich sagen, kann ich hier nicht genau lesen. Ich sehe hier nur eben Walk This Way Records Germany, aber sonst nichts weiter. Gut, Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen und kommen zu den nächsten beiden, zu den letzten beiden Inhalten. Und zwar haben wir hier einmal ein Poster. Das sieht so aus. Also Poster im Querformat. Auch hier wieder diese marmorierte Oberfläche mit dem 84 Logo im Querformat. Und auf der Rückseite, ebenso im Querformat, in Schwarz-Weiß, das Foto von 84. Also das Poster beidseitig bedruckt. Das Foto kennen wir aus dem Booklet. Beide Seiten im Querformat. Jetzt packen wir das wieder zusammen, wenn ich es schaffe. Jawohl. So, und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Kartenspiel. Gab es ja auch schon diverse Male. In Rap-Boxen, kommt in so einem kleinen Plastik, in so einem Plastik-Etui, in so einer kleinen Plastikhülle. Karten sind ja auch nochmal mit so einer Plastikbanderole. Es gab, wie gesagt, schon mehrere solche Kartensets, allerdings ist das ein besonderes Quartett, denn wir lesen hier, es ist tatsächlich ein Trainwriter-Quartett. Also, wie wir wissen, 84 ja hat durchaus was am Hut, generell so mit Malen und Sprühen. Und demzufolge hat er hier seine Kollegen und alten Weggefährten in diesem Quartett hier verarbeitet. Bedeutet hier wirklich von A bis Z. In diesem Fall haben wir tatsächlich verschiedene Trainwriter, die hier mit ihren Bildern, mit ihren Zügen fotografiert wurden. Und dann hat man hier auch noch die passenden Kategorien. Also zum Beispiel hier, Moses hat Style, All City, Ghetto, Kisten und Street. Volle Punkte, also das ist wirklich erstaunlich. Sonst hat man hier so 1, 2 und sowas, aber alles hier auf Höchstwert, das ist natürlich brutal. Scheint hier irgendwie so die stärkste Karte zu sein, so der Übertrumpf. Ja, denn ich glaube, es gibt keine Karte, die da annähernd rankommt. Ist ja auch die Frage, wie man dann Moses schlagen kann, wenn er wirklich keine einzige Schwachstelle hat und jede Karte voll hat. Ja, schwierig. Also wir haben das damals natürlich immer gespielt. Eine Kategorie aussuchen, den anderen schlagen. Aber wenn hier eine Karte tatsächlich in jeder Kategorie voll ist, dann wird es natürlich schwierig. Okay. Von hinten sind die so gestaltet. Also wieder hier 8-4. Und dann kann man hier Quartett spielen mit den ganzen Trainwritern und dabei auch noch sein Wissen über die Graffiti- und Sprüherszene erweitern. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Sprüherquartett. Dann haben wir hier diese Textilfarben, dieses Stifteset hier für das Shirt. Das Shirt, wie gesagt, in weiß, kommt in der Größe L und kann von euch gestaltet werden. Dann haben wir Sticker, 3 Stück an der Zahl, einmal quadratisch, einmal rechteckig, einmal kreisförmig. Das Poster beidseitig bedruckt, beide Male im Querformat. Dann dieses Digipack hier mit der Bonus-EP TNT 3 mit 6 Tracks plus den 6 Instrumentals.
Dann haben wir die 15 Album-Instrumentals drauf und die 15 Album-A-Cappellas. Und natürlich dann noch das Album an sich, die im regulären Jewelcase mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Didi von 84. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 84 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.